Was heißt, ich sitze auf Kohlen. Wie bitte? Verzeihung? Nee, gibt's bei mir nicht. Hörte mal, bei mir ist jede Minute eingeplant. Aber ich lasse mir durch Sie nicht den Zeitplan. Wie bitte? Ach so, ich bin unterwegs. Also, warum sagen Sie das nicht gleich? Schmeier, was ist denn los? Warum so aufgeregt? Aufgeregt. Meine lieben Arbeitssklaven. In dieser Sekunde beginnen meine großen Ferien. Na, wo soll's denn hingehen? Nach Italien. Ja, ich fahre an die Nordsee. Bravo. Ich fahre nach Oberbayern. Juhu. Ich fahre nach Spanien. Oh, olli. Ram. Ja. Ich soll ihr was abgeben. Ja, Sie haben kommen Sie her. Kommen Sie her. Na, ja, komm. Das bin ich. Ich fahre in die Ferien meines Lebens. Kommen Sie her. Ich gebe Ihnen meinen kleinen Meier. So. Ich fahre mit meiner Familie, geben Sie das her, das lassen Sie hier. Ich fahre mit meiner Familie nach Afrika. Oh. Zum Kilimandscharo. Ali, Schnuff ist getankt, bitte bedienen Sie sich. Darf ich wirklich, Herr Meier? Na klar, hauen Sie ab zu Ihrer Superbiene. Aber bitte nicht vergessen, Punkt 20 Uhr zische ich ab mit meiner Familie in die großen Ferien. Ich weiß, vielen Dank, Herr Meier. Aber nicht zu danken. Na, wo bleibt denn heute dein ständiger Begleiter? Warum fehlt er dir? Ja, hat sich die Romanze ausromanzt? Und wenn schon, was geht's dich an? Und ob, es geht mich viel an. Kommt alle hinterher! Die hat bestimmt was vor. Naja, ein Millionär müsste man zum Vater haben. Wer möchte das nicht? Achtung, Achtung! Ich stelle dem Kandidaten die entscheidende Quizfrage. Wer wagt es? Ritzersmann oder Knapp? Der Taucher, frei nach Friedrich von Schiller. Wieso? Wer mir den Ring kann wieder zeigen, der mag mich behalten. Dem bin ich zu eigen. Da muss ich meine Badehose holen. Moment. Das war's. Hier. Danke dir.
Stefan. Ich glaube, ich habe den richtigen Mann für mein Projekt Tirol gefunden. Herr Konsul, vielleicht wäre es doch besser, einen erfahrenen Architekten. Das lassen Sie nur meine Sorge sein. Bitte, Sie sind der Boss. Fräulein Linz! Ja, bitte. Hey, alle Mädchen aufgeregt! Mutter ohne Furcht und Tadel. Das ist wirklich saumäßig kitschig. Du hast es nötig, bist ja bloß eifersüchtig. Abi? Weißt du nicht, mein Trick wie der Herz? Quatsch. Herr Hellwig, der Herr Konsul Kersten möchte Sie sprechen. Entschuldigung, aber im Augenblick... Im Augenblick. Siehst du, so geht's. Zack, sagte der Blitz und schlug ein. Fragt sich nur, bei wem? Wir werden ja sehen. Was will denn der alte Herr von ihm? Das weiß man bei ihm nie. So, treten Sie noch näher. Ich habe was vor mit Ihnen. Ich kenne mich doch kaum, Herr Konsul. Aber ich kenne Ihre Prüfungsarbeit. Ach, das ist ein alter Hut. Ich zeige Ihnen meinen Beitrag zum Wettbewerb Helsinki. Aber das ist nicht nötig. Ich kenne auch diese Arbeit. Ich habe zurzeit mehrere Projekte laufen. Was ich unter dem Projekt Tirol verstehe, ist der Ausbau eines meiner Hartsteinwerke. Ich bin dabei, dieses Gebiet bei Kitzbühel samt den darauffliegenden Bauernhöfen anzukaufen. Hier wird eine größere Siedlung entstehen. Arbeiterwohnungen, Verwaltungsgebäude, Werkshallen und so weiter. Ein Riesenprojekt. Sag mal, aus welchem Stall kommt Stefan eigentlich? Auf jeden Fall aus keinem solchen Ochsenstall wie du. Sei nicht böse. Aber man weiß überhaupt nichts von ihm. Man wird vielleicht bald sehr viel von ihm sehen. Oh, Fräulein Linz. Ja, bitte? Sagen Sie, wissen Sie, was mein Vater von Stefan will? Bedauere, Fräulein Kersten. Aber selbst wenn ich es wüsste, wäre ich nicht berechtigt, darüber zu sprechen. Ach ja, richtig. Nun, nehmen Sie den Auftrag an? Ist doch keine Frage. Hier sind die weiteren Unterlagen. Bitte? Danke. Reisen Sie so schnell wie möglich. Mieten Sie sich in einem der Bauernhöfe ein, die wir kaufen werden. Es wird Ihnen dort gefallen. In Ordnung. Erster Entwurf in 14 Tagen. Aber ich bitte Sie, die Sache streng vertraulich zu behandeln. In Ordnung. Augenblick, Sie brauchen Geld. Oh nein, danke. Damit warten wir am besten, bis Sie meine Entwürfe gesehen haben. Oh, hoppla. Wiedersehen. Hey, Dad! Sag mal, was wird denn hier gespielt? Findest du es so abwegig, dass ich mich für den Mann interessiere, für den du dich interessierst? Hey, Stefan! Hey, das ist die falsche Richtung! Stefan! Auf Wiedersehen! Den hat der Alte ganz schön abserviert. Warum hast du ihm den Auftrag gegeben? Warum? Weil ich etwas von ihm halte. Und weil er der Erste ist, der mir echt gefällt. Das kann doch nicht wahr sein. Obwohl er kein Geld hat. Entschuldige mal, Stefan fährt doch einen ganz beachtlichen Wagen. Ja, den er sich gepumpt hat. Bei seinem Hauswirt. Oh. Wie heißt er denn? Meier. Christian Meier. Disponent der Stahlindustrie. So ein wunderschöner Tag wie heute. Zwei, drei. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Zeit vergeht, dabei sollte ein Tag doch niemals vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. Fahren wir, Papi? Ja, um 8, mein Papsilein. Um 8 fahren wir, Fräulein Schnippelbein. So ein Tag, der sollte nie vergehen. Ja, Christian. Ja, er vergeht aber, Mary, schneller als disponiert, mein Mäuschen. Wir haben schon einen Rückstand von 14 Minuten und beinahe 11 Sekunden. Wenn wir es aber nun nicht schaffen. Mary! Negativ bin ich allein. Ich bin der gefürchtete Disponent der Stahlindustrie. Meine Dispositionen stimmen immer. Ich weiß. Ja, du weißt, mein Mäuschen. Aber den Rückstand holen wir spielen wieder auf. Los, los, los. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So ein wunderschöner Tag wie heute. So ein Tag. Onkel Stefan ist nackig. Nanu. Ich habe das große losgezogen. Stellen Sie sich vor, Herr Meier, es hat geklappt. Mit wem? Ja, mit Monique natürlich. Herr Hellwig, nun sprechen Sie sich mal aus. Wie soll ich das verstehen? Besser gesagt mit Ihrem Vater. Das wird ja mal schöner. Wunderschön wird das. Ich habe einen Riesenjob in Tirol. Oh, schenkt man die Rosen? Noch nicht, Babselein, aber bald. Noch nicht 8, Fräulein Schnippelbein. Darfst noch nicht müde sein. So, Nummer 69 hätten wir. Das haben wir auch. 8? Wieso denn bloß? Ich habe doch noch so viel. Los, los, los. Hopp, hopp, hopp. Schnorchen, natürlich. Schnorchen.
Natürlich. Die Tauchausrüstung, wo mag die nur sein? Himmel, man muss sich um alles kümmern. Mary, ich muss Mary fragen, die wird es bestimmt wissen. Schlaf schön. Psst, psst. Mary, Mary, Mary. Ist es schon 8? Ja, es ist, was? Ja, nein, jein, Mary. Es ist erst jein. So hör doch, Mary. Was ist denn? Wo ist denn die Tauchausrüstung? Im Keller. Im Keller, wer taucht im Keller? Ich habe gehört, das Badezimmer. So, im Keller. Ich geh nicht. Was mache ich bloß? Moment mal, das haben wir gleich. So, zuerst den Schlauch, dann die Mütze und die Brille. So, eine Flosse, zweite Flosse. Jetzt kann ich schon schwimmen. So, was streichen wir? Was fehlt denn noch? So, und jetzt die Sauerstoffflasche. Du bist wichtig, dich brauche ich sehr. Was brauche ich? Noch warte mal, was habe ich denn? Steigeisen, ja. Steigeisen! Mary, Mary, die Steigeisen! Mary! Wo bist du, Mary? Was ist denn? Mary, hilf mir. Ich bin beladen. Ich sehe nicht mehr, Mary. Mary, Mary. Wo bist du denn? Ach, Christian. Mary. Christian, hast du gerufen? Wo sind die Steigeisen? Weiß ich nicht. Ja. Aber ich lieg nämlich auf Ihnen. Au, au. Du arme du. Oh, ich danke Ihnen. Wozu denn Steigeisen? Na, für den Kilimandscharo natürlich. Sagen Sie, wollten Sie nicht schon längst weg sein? An sich, natürlich. Aber das ist nicht mein Fehler. Das statistische Material über die Durchschnittswerte beim Kofferpacken ist offensichtlich fehlerhaft. Aber den Rückstand holen wir spielen wieder ein. Los, 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 hopp, au. Hopp, 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 Mary, hopp. Sofort die Klamotten wieder einsammeln und auf Aufstellung wieder einpacken. Hopp, hopp, keine Müdigkeit. Nicht weinen, Fräulein Schnippelbein. Kommen Sie, wir wollen schlafen gehen. Wir werden schon irgendwo ein Plätzchen finden. Hier ist ja ein Bettchen für uns zwei. Los, 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 los. Hopp, 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 hopp. Mäuschen, was tust du denn da? Ach, ich muss jetzt einen Cognac haben, Christian. Mäuschen, nicht einen Tropfen. Du fährst, so wie alles gepackt ist. Die erste Etappe bis, Moment, Diensteinteilung. Jawohl, die erste Etappe bis Frankfurt. Nein, Christian, das schaffe ich nicht. Aber Mary, du kannst du dich im letzten Augenblick meine Disposition über den Haufen werfen. Danke. Wie soll man denn das alles schaffen? Innsbruck, Rom, Neapel, Nordafrika, Kilimandscharo. Christian, könnte es nicht doch tun. Nein, glaub ich, ich muss ja seine Tablette nehmen. Sei ganz ruhig. Versteh mich doch, ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ach, gib mir den Cognac. Geht schon wieder. Ach. Weitermachen. Weiterpacken. Weiterpacken. Los, los, los. Hopp, hopp, hopp. Los, los, los. Ja, komm, mein Mäuschen, komm. Komm, mein Mäuschen, komm. Hören Sie mir doch mal einen Augenblick zu. Wenn Sie zuerst fahren, kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn ich nämlich zuerst fahre, dann ändert sich der Turm. Ja. Dann kommt meine Frau an die gefährlichen Werkstätten. Ich weiß noch was anderes. Halt dich raus. Was meinen Sie? Ich fahre. Ich muss nämlich ziemlich genau dahin, wo Ihr erster Tag endet. Hier in Tirol. Nein, kommt nicht in die Frage. Mäuschen! Mäuschen! Christian! Was bleibst du denn? Was, du rufst mich auf, ich bin schon da. Hinterkommen. Bring den Koffer nicht zu. Mein Mäuschen, das haben wir, das werden wir gleich haben. So, gleich ein kleines über den Knopf, so. So. Na bitte, schon zu, Papa macht alles. Das Kind! Wo ist das Kind? Moment mal. Moment mal, laut Aufstellung. Groß A, römisch 1. Moment, ist auch egal. Babsilein, was haben Sie denn mit dir gemacht? Onkel Steffi, ich hab so Angst. Du brauchst doch keine Angst mehr zu haben. Bin doch bei dir. Ist alles vorbei. Ja, was denn? Was ist denn? Babsi, wo war sie denn? Im Koffer. Babsi, das Kofferkind. Bleib bei mir, Onkel Steffi. Ja, ist ja gut. Ich fahr ja mit dir. Wie? Ha! Komm nicht in die Frage! Um 8 Uhr abends wollten wir fahren. Jetzt ist es 8 Uhr morgens. Bisschen. Immer mit der Ruhe, Herr Meier. Ja, 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 ist ja kein Vorwurf. Wir haben ja tatsächlich bereits den Rückstand wieder eingeholt. Na, bitte. Moment mal.
Naja, wir haben ja immerhin 18,43%. Sehen Sie? Meinen Sie, wir schaffen es heute noch bis Innsbruck? Wir müssen. Vom Finanzamt, vom Reisebüro sind Zimmer bestellt. Die ganze Disposition wird über den Haufen geworfen. Stimmt, stimmt. Einen Moment, ich muss mir die Pille nehmen. Ah, es geht schon wieder. Also, los, 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 hopp, 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 bei Kilometer. Moment mal, 318 löse ich sie programmgemäß ab. Ist das schön. Ja. Ganz aus dem Dritten. Sein Schlafmittel wirkt erst jetzt. Lassen Sie ruhig schlafen. Dann löse ich Sie jetzt ab. Och, ich bin auch nicht müde. Aber bei meiner nächsten Etappe bei Kilometer 548. Ja, ja. Wechsel. Mary, dein Turnus beginnt. Mami fängt und Fräulein Schnöppelbein muss mal. Jetzt wird nicht gemusst. Wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Papi lieb. Nein, 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 nein. Reise ist kein Vergnügen. Reise ist Dienst. Mary? Mary? Lassen Sie Ihre Frau doch schlafen. Es macht mir nichts aus, weiterzufahren. Naja, ich würde sie ja gerne ablösen, aber dann ändert sich der Turnus. Ich muss doch die letzte Etappe fahren. Die schwere Bergstrecke. Verstehen Sie? Vollkommen. Das die Autobahn nach Italien? Nein, sieht nicht so aus. Sie müssen sich verfahren haben. Ich habe mich verfahren. Ich habe nicht daran Schuld. Das ist die katastrophale Straßenbeschilderung. Aber Herr Meier, das kann doch jedem mal passieren. Fräulein Schnippelbein muss mal. Jetzt muss mal. Jetzt. Ach, wenn ich bloß wüsste, wo wir sind. Das kann ich Ihnen genau sagen. Was? Nämlich da, wo ich hin muss. Wo müssen Sie hin? Wir sind in der Nähe von Kitzbühel. Hier ist das Hartsteinwerk von Konsul Kersten. Und hier der Hof, in dem ich wohnen werde. Ja, das ist alles sehr schön. Aber jetzt sagen Sie mal, wo der Weg nach Innsbruck geht. Ja, bitte. Ach so, ja. Ja, am besten dieses Stück zurück und dann wieder auf die Autobahn. Wieder zurück. Christian? Ja? Papi, Fräulein Schnippelbein ist so müde. Aber Babsilein, das ist doch egal. Wir müssen nach Innsbruck. Wir müssen morgen nach Rom. Herr Meier, ist es nicht vernünftiger, Sie übernachten hier? Die Zimmer. Ah, es geht schon wieder. Die Zimmer in Innsbruck sind doch bestellt. Los, los, los. Hopp, hopp, hopp. Wollen Sie sich deshalb total kaputt machen? Christian, bitte, Babs, ist doch los, so müde. Los, 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 hopp, hopp, hopp. Die Hotels sind doch knallvoll, das habt ihr doch gesehen. Schnippelbein ist auch müde, ist mir auch wurscht. Vielleicht versuchen Sie bei irgendeinem Bauern privat unterzukommen. Bauernkarte kommt überhaupt nicht in die Frage. Also ich jedenfalls bleib hier oben. Ich nicht, ich nicht. Ich fahre weiter, ich fahre weiter. Ich wäre weitergefahren, ich schon. Nur mit Rücksicht auf euch übernachte ich hier. Aber Babs ist doch so müde. Müde, müde, dieses Wort kenne ich nicht. Schauen Sie, das wäre halt da drüben im Austragshäusl. Das ist zwar nicht ja, ganz so... Ja, das ist schon in Ordnung. Na, ich geh mal schlafen, gell? Alles durcheinander. Der ganze schöne Plan einfach durcheinander. Und wer ist schuld? Naja, reden wir nicht darüber. Das ist ja gar keiner. So. Gleich, Babsi, kriegst du deine Milch. Und dann mach ins Bettchen. Wir sind ja alle so müde. Ach, Papi, juck, Mami. So, jetzt haben wir's gleich. So, was soll ich schlafen? Das ist doch ein Zimmer für Holzwürmer. Christian. Träum ich. Wach ich. Christian, bitte beruhig dich. Ich bin nun mal nervös, ich muss telefonieren. Warum denn? Hallo, wo ist das Telefon? Was? Der Fernsprecher. Hallo, hallo. Unten. Im Keller. Na, beim Tischlerwirt im Dorf. Im Dorf, beim Tischlerwirt? Was mir alles passiert. Was ist denn? Steigeisen. Du. Komm, nimm dein Beruhigungsmittel. Was soll ich beruhigen? Man nimmt nur die Pille, die ist für alles. Ja, alles. So, da ist was Gutes für das kleine Fräulein. Was ist denn das? Milch. Das ist keine Milch. Milch ist in einer Flasche drin.
drin. Probier doch. Die kommt direkt aus der Kuh. Mami möchte nichts von der Kuh. Aber mal, Schätzchen. Ich will wirkliche Milch von der Flasche. Ja, morgen. Morgen, gell? Ach, es tut mir so leid, dass wir Ihnen solche Mühe machen. Ja, das macht doch nichts aus. Das wäre gern geschehen. Also, gute Nacht bei Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ferien sind doch ein verdammt harter Job. Ja. Ach, wie schön ist das. Wir sind halt auf Gäste nicht eingerichtet. Ich meine da draußen die Berge. Ja, aber die Kammer. Na, die ist schon recht. Aber lassen Sie doch. Das mache ich schon selbst. Ja, so dann. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, bitte. Babsi, die Kleine hat plötzlich Fieber bekommen. Ich weiß nicht, was... Ja, ich komme. Sie schläft wieder. Leise. Ja, die Kleine hat wirklich Fieber. Wir brauchen auf alle Fälle einen Arzt. Die haben aber kein Telefon hier. Haben Sie einen Autoschlüssel? Am Tisch liegt er. Ist was? Wo ist hier der nächste Arzt, bitte? Im Dorf drunten. Da müssen Sie den Feldweg über die Wiesen und dann links abbiegen. Ja, nicht geradeaus. Da geht's in einem großen Bogen in Steinbruch runter. Da ist der Weg auch sehr gefährlich. Vielen Dank. Also ja, nicht geradeaus. Links abbiegen. Ja, ja, ich pass schon auf. Mitten in der Nacht. Den Doktor. Der ist nicht da, bei einer Geburt. Ja, aber es ist dringend. Ich mach das schon, Paula. Moment, ich komme gleich. Danke. Dass man nie seine Ruhe hat. Ausgerechnet immer in der Nacht. Warum regen Sie sich auf? Was kann er nicht dafür? Wo ist es denn? Am Leitnerhof. Ach, da droben, das auch noch. Für den Transport ist doch gesorgt, oder ist Ihnen der Wagen nicht gut genug? Da kann man wieder warten, bis gezahlt wird. Erlauben Sie mal, werte Dame. Schließlich handelt es... Unsere Kleine ist krank geworden. Hohes Fieber, ganz plötzlich. Aber Entschuldigung, ich muss jetzt. Schon gut, schon gut, schon gut. Nur keine laienhaften Diagnosen. Das verzerrt nur das Krankheitsbild. Bitte, wie Sie meinen, Frau Doktor. Fräulein Doktor, bitte. Na ja, ist mir auch egal. Mein Gott. Hallo, wohin denn? Na, zum Patienten. Ja eben, hier rein. Da? Denken Sie vielleicht im Stall?
Ja, Fräulein Doktor. Wo ist denn der Patient? Hier. Ach so. Bitte? Ich bin Tierärztin. Ach du meine Güte. Machen Sie sich keine Sorgen, so viel verstehe ich schon. Na, meine Kleine. Das ist nur eine harmlose Verdauungsstörung. Gott sei Dank. Dazu kommt die Aufregung. Oh ja. Und die Übermüdung. Oh ja. Aber das können wir sicher ganz einfach aus Ihrer Hausapotheke behandeln. Mhm. So, eine Tablette jetzt und morgen zwei. Eine zum Frühstück und eine zum Mittag. Danke. Und 3 Tage Bettruhe, dann kommt wieder alles in Ordnung. Was, 3 Tage? Ja, so lange wird schon dauern. Gute Nacht. Was bin ich Ihnen schuldig? Nicht schon gut. Ja, das ist eine Liebe, unser Fräulein Doktor. Wenn ich nur wüsste, wie ich das meinem Mann beibringen soll. 3 Tage Bettruhe. Sie, heißt du Stefan? Ja. Dann sind Sie also der Onkel der Kleinen. Wieso? Sie hat im Fieber nach einem Onkel Stefan verlangt. Ja, das bin ich. Aber kein wirklicher Onkel, nur so. Die Kleine mag sie sehr. Es gibt eben Mädchen, die mich mögen. Wie kommen Sie eigentlich ausgerechnet auf mich? Die Leitners haben mir gesagt, wo der Doktor wohnt. Und Sie haben ihn nicht gefunden? Wieso? Sie sind doch Ärztin. Ja, schon, aber Tierärztin. Achtung! Bitte verzeihen Sie. Hopp, hopp, hopp! Einpacken, abfahren! Wir müssen den Rückstand wieder aufholen. Was ist denn? Christian Babsi ist krank. Krank? Krank? Wieso krank? Jetzt in den Ferien? Warum ist sie nicht krank, wenn sie Schule hat, wie jedes vernünftige Kind? Sie muss im Bett bleiben. Im Bett? Mhm. Wie lange? 3 Tage. 3 Tage? Ja. Das ist doch Sabotage. Das ist doch Feriensabotage. Die Ärztin hat aber gesagt... Die Ärztin? Was kann das schon für eine Ärztin sein hier in diesem komischen Alpenkaff? Vorsicht ist das. Typische österreichische Gemütlichkeit. Was haben die schon für eine Ahnung von unserer Kondition? Schon besser. Was soll das heißen? 3 Tage? Nein, nein. Meine Tochter lässt mich nicht im Stich. Sie ist krank. Einen Tag, wenn es unbedingt sein muss. Von mir aus, bitte. Es lässt sich vielleicht machen. Ich muss mal nachsehen. Moment mal. Vielleicht... Ja. Wenn wir den Vatikan auslassen. Ja. Ich werde das Reisebüro anrufen. Der soll den Vatikan streichen, die Reiseroute umlegen, umbuchen. In den Ferien. Mein armes Kind. Das ist ein Martyrium. Das reinste Martyrium. Also Künstler sind Sie? Oh. Zeigen Sie doch mal her. Nein, nein, lieber nicht. Es ist auch noch nicht ganz fertig. Ah, Sie sind also der liebenswürdige Herr, der unsere Karin ins Jenseits befördern wollte. Ja, das ist mir allerdings nicht ganz gelungen. Ja, aber nur deshalb, weil Sie sonst selber mit runtergefallen wären. Ohne Spaß, dieser berühmte technische Fortschritt macht nicht nur die Natur kaputt. Wir müssen auch verdammt aufpassen. Hey, hey, Bless, bleib stehen, hey! Halt, halt! Ich verspreche es, dass ich Ihre Tochter nie wieder in eine so gefährliche Situation bringe. Das ist Fräulein Rothe. Mein Name ist Madersberger. Sie arbeitet als junge Kollegin bei mir. Sammelt Erfahrungen. Ja, dann bitte vielmals um Entschuldigung. Bitte.
Sie haben ein ausgesprochenes Talent für Missverständnisse. Zuerst halten Sie mich für eine Kinderärztin und dann machen Sie unseren armen Doktor zum Vater. Ich bin zutiefst zerknirscht, aber zu jeder Wiedergutmachung bereit. Sehr gut, dann kommen Sie gleich mit. Mit dem größten Vergnügen. Ob das so ein großes Vergnügen sein wird, weiß ich nicht. Wir müssen ja mit dem Sattlerbauern seinen Hengst einen Nagel aus dem Huf operieren. Davon verstehe ich nichts. Operieren tun schon wir. Wir brauchen nur jemanden, der den nervösen Hengst hält. So. Hier, gehen wir. Hallo, Christian! Ja, was ist denn zum Donnerwetter? Ich hab's eilig. Was ist denn? Hallo, deine Mappe. Ach, du wirst auch immer vergesslicher. Muss ich nur mal zurück. So, das gleich sagen. Sie müssen schon entschuldigen, wir sind heute auf Gäste nicht eingeladen. Gott sei Dank. So. Na, ich meine nur, meine Großeltern waren auch vom Land, von Oberbayern. Ach so. Aber der Herr Gemahl, der... Der ist von oben, vom Norden. Und das merkt man. Ja, ja. Das ist der Peterl, unser Enkelkind. Sie sind ja da geblieben. Ja, der Vater von Peterl, unser Sohn, der ist mit seiner Frau in die Stadt gezogen. Ach, was Sie nicht sagen. Ja, das machen leider viele. Im Bett liegen. Krank sein. Was? Krank bist du? Fräulein Schnippelbein und ich. Wer? Sie. Aha. Und wir fallen alle auf den Kilimandscharo. Und überall hin, weißt du? Warum? Weiß nicht. Weil der Papi gesagt hat, große Ferien. Aha. Ein schöner Blödsinn ist das. Die großen Ferien. Stichwort die großen Ferien. Ihr Superprogramm für den Anspruchsvollen. Ja. Sagen Sie mal... Spreche ich überhaupt mit dem Reisebüro Sommerglück? Hier spricht Sommerglück. Reisebüro Sommerglück, Ingenieur Wendehals. Ja, Moment. Büro Wendeglück, der Reisehals. Einen Augenblick bitte. Hier spricht, das hatten wir ja schon. Wer spricht dort? Meier? Meier mit CH? Ja, verstehe, mit CH. Einen Augenblick bitte, Herr Doktor. Wie bitte, was sagen Sie? CH? Wo gibt es bei einem Meier ein CH? Ja, aber beim Vornamen. Christian Meier. Ich habe bei Ihnen die großen Ferien gebucht. Ihr Superprogramm für den Anspruchsvollen. Aber nun ist meine kleine Tochter krank geworden. Dieser Prozess ist ein Unverschämtheit, Herr Doktor. Ja, ich verstehe, Herr C. Herr Meier. Ihr Töchterchen ist erkrankt, ja. Nein, ich habe es kapiert. Da kennen wir keine Gnade. Brutal niederschlagen. Notfalls niederschlagen. Ich soll meine Tochter brutal niederschlagen? Ich werde Sie brutal niederschlagen, Sie komischer Vogel, Sie. Also gut, wir sehen uns vor Ihr Gericht. Sie werden mich schon noch kennenlernen. Den Hals mit Ihnen, Sie Wendehals, Sie Sommerunglück. Nein, nicht Sie, Herr C.H., wo doch Ihre liebe Frau erkrankt ist. Meine Tochter! Ja, Ihr Töchterchen. Und jetzt wollen Sie die Reise abblasen, nicht wahr? Nicht abblasen, umblasen! Wie? Umbuchen! Wir schaffen nämlich die ewige Stadt nicht. Sie schaffen ewig welche Stadt nicht? Zum Donnerwetter, ich brauche einen Ersatz für den heiligen Stuhl. Wollen Sie sitzen? Nicht zum Sitzen. Ich brauche einen Ersatz für den Papst. Dann besorge ich sofort einen anderen. Ich will keinen anderen Papst. Hören Sie mal zu, das ist keine Frage der Religion. Wir schaffen bloß Rom nicht. Hier hat noch keiner geschafft. Kommen Sie auch ewig. Was ich vorschlage, Götz von Berlich. Nein, nicht Sie, Herr Zierer. Geben Sie mir Ihre Anschrift, die jetzt hier. Tirol, Leitnerhof bei Kitzbühel. Ja, aber wann... Wird Ihre Tochter überhaupt reisefähig sein? Meine Tochter ist nur so lange krank, wie es unbedingt nötig ist. Wir fahren morgen weiter. Wir fahren morgen. Dann siehst du heute die Pippern nimmer. Pippern? Küken. Die kommen erst morgen. Von wo? Von da. Geh, da sind doch Eier. Da sind die Küken drin. Du bist dumm. Da ist ein hartes Ei drin oder ein weiches oder Rühreier mit Schinken. Na, da drin, da sind Küken. Wetten? Gemacht. Um was? Da wette ich sogar um Fräulein Schnippelbein. In Ordnung. Das sind ja Schweinchen, die gibt's doch nur zu Neujahr. Da streich es mal. Es bringt Glück. Oh. Der Papi. Komm, versteck dich. Jetzt nicht im Bett liegen, fahren wir gleich nach Kilimandscharo. Warte, bis hinter mir her sind. Dann flitzt du rein, stumm. Was machst du denn? Wirst schon sehen. Ach,
Stehen bleiben! Komm, ich stehe an der Pitzburg von mir stehen! Halt! Bleib stehen! Halt! Stehen bleiben! Halt! Oma, sehen Sie das an! Das mich ist doch bloß nicht ein! Das ist eine anti-autoritäre Erziehung! Mir nach! Ja! Bitte auf die Bremsen! Na wart, jetzt kriegst du es aber! Komm, Fräulein Schnippelbein! Du weißt ganz genau, dass du das nicht darfst! Bist du! Jetzt hilft dir alles nichts! Wer nicht hören will, muss fühlen! Einem so einen Schrecken einjagen. Zerstößen kannst dich und dann willst du es nicht gewesen sein. Na also, hält ja ganz schön still. Nur ruhig und ganz festhalten. Das werden wir gleich haben. Sind Sie bereit, Karin? Ja, ich bin soweit. Ja. War ganz schön tief drin. Karin, verbinden Sie bitte. Ja. Wiedersehen, Sattlerbauer. Wiedersehen. Vergeht's gut. Nicht so schnell wieder raus aufs Feld. 2-3 Tage soll er schon im Stall bleiben, der Schleierfuchs, ja? Ja. Wiedersehen, Sattlerbauer. Vergeht's gut, Herr Doktor. Na, kriegen Sie jetzt keine Lust, Tierarzt zu werden? Dankend abgelehnt. Ich habe zufällig einen Beruf, der mir sehr viel Spaß macht. Maler, was? Wie kommen Sie darauf? Diagnose ist meine Stärke. Skizzenblock, Landschaft. Buntstifte. Gratuliere, Sie haben mich durchschaut. Oh. Was? Nichts. Schauen Sie mal hier, ein 4-blättriges Kleeblatt. Wissen Sie, was das bedeutet? Dass Sie nicht zählen können. Wieso? 1, 2, 3. Oh. Vielleicht gilt's trotzdem. Ich wünsche mir's jedenfalls. Ich schicke Ihnen mal eins, damit Sie sehen, wie ein 4-blättriges Kleeblatt aussieht. Dazu müssten Sie erst mal eins finden. Also dann, nochmals vielen Dank. Vielleicht sieht man sich noch einmal. Vielleicht? Ganz bestimmt sogar. Ach, das wissen Sie so genau? Natürlich. Sie können doch Ihre kleine Patientin auf dem Leitnerhof nicht im Stich lassen, stimmt's? Sie sind ja ein ganz Schlauer. Sie wollen ja nur, dass wir Sie zum Leitner rüberfahren. Erraten. Was ist denn das? Na, dann rat mal, was das ist. Ach, das ist ein unrasiertes Schweinchen. Aber geht, das ist doch ein Igel. Ach, ein Igel ist das. Den habe ich hinterm Haus gefangen. Guck mal, Fräulein Schnippelbein. Das ist ein Igel. Der Papi. Na, wie geht's denn unser kleinen weltreisenden Babsi? Babsi. Das Kind riecht nach Stall. Oh, keine Spur von Fieber mehr, nicht? Wieso? Na, ich fühl's doch. Wir wollen doch lieber erst messen. Die Stirn ist ganz kalt. Babsi. Sie hat bestimmt noch Fieber. Sie hat kein Fieber, das ist gut so, dann können wir nämlich heute noch weiterfahren. Los, Afrika, ruf der Urwart, los, komm! Ja. Was ist denn los? Wir fahren. Ja, sapper die Bix. Jetzt werde ich die Küken nochmal sehen. Voll nicht, du bleibst da, weil du nämlich doch Fieber hast. Christian, die junge Ärztin hat aber die doch junge gesagt... Ärztin, es ist zum Junge kriegen. Die versteht davon genauso viel wie eine Sardine von der deutschen Rechtschreibung. Was machst du denn da? Das ist doch die Tasche von der Mami. Masern hast du, verstehst du? Masern. Masern. Die kann vom Glück reden, dass sie mir nie begegnen wird. Christian. Komm, lauf mich nicht da und nach, hilf mir ein bisschen. Da, da ist sie ja. Na, ich bin froh, dass sie da sind. Ich glaube. Halt dich da raus. Prima, wenn Sie nichts dagegen haben. Nein, warum sollte ich? Nur weiß man. Das ist mein Chef, Dr. Madersberg. Ja, Reut. Die Kleine ist bestimmt noch nicht ganz gesund. Oh. Na, sehen wir nach. Wir? Natürlich, wenn ich schon Assistent in Ihrer Praxis bin. Ich schicke die Medizin morgen rauf mit dem Briefträger, ja? Ist gut, Herr Doktor. Was hab ich? Masern. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Kann ich wegfahren? Ich hab Mampfen. Was sagst du? Was ist los?
39,6? Was? Um Gottes Willen. Was hat sie denn da im Gesicht? Kind. Kann ich wegfahren? Ich hab... Masern? Das Kind hat Masern? Masern? Entsetzlich. Heiliger Organisatius, gib mir Kraft. Darf ich? Bitte, Doktor, untersuchen Sie sie genau. Sie muss doch ganz schnell gesund werden. Wie lange dauert denn das? Das kann doch nicht lange dauern, nicht? Nun, du sagen Sie doch was. Tja, das scheint mir ja... Was scheint Ihnen, Herr Doktor? Sagen Sie es. Masern sind es nicht und die Flecken werden auch bald vergehen. Aber ich würde empfehlen, die Patientin noch ein paar Tage im Bett zu belassen. Ja, das sagen Sie so. Das wirft doch alles wieder über den Haufen. Ja, das Kind muss doch erst ganz gesund sein. Auf Wiedersehen. Und gute Besserung. Ja, Scheigeisen. Nein, Igel. Wir fangen an, die Grundstücke in Tirol aufzukaufen. Ich verlasse mich da ganz auf Sie, Herr Türk. Wie immer, Herr Konsul. Wir zahlen den Bauern einen sehr guten Preis. Ganz meiner Meinung, Herr Konsul. Also erledigen Sie das. Herr Konsul, bitte. Und dieser junge Architekt, der Herr Hellwig? Ich habe bereits Nachricht von ihm. Aha. Äußerst zufriedenstellend. Das freut mich, Herr Konsul. Oh, das gnädige Fräulein, meine Verehrung. Ah, du bist schon da? Oh ja, jedenfalls lange genug, um gehört zu haben, dass du Nachricht von Stefan hast. Allerdings. Du nicht? Ehrlich gesagt, nein. Tut mir leid. Du scheinst ihm wichtiger zu sein. Ich würde sagen, seine Arbeit ist ihm wichtig. Zu wichtig. Ein richtiger Mann muss zuerst mal seine Arbeit lieben. Das kann auch nur ein Mann sagen. Aber Kind. Sag, Dad, steht in dem Brief wirklich nichts von mir drin? Du kannst ihn ruhig lesen. Wohl die gemeinste Methode, um ihn mir wegzunehmen, Dad. Ich habe mich vom ersten Augenblick an in die Arbeit gestürzt und kann mir gar nicht vorstellen, dass es auf der Welt noch etwas anderes gibt als das Projekt Tirol. So ist das. Was ist so? Die Fabrik und der Steinbruch, die fressen unsere Wiesen und Wälder auf. Ja, ja. Bald wird's keine Bauern mehr da geben. Kein Wild, nichts, was wir Staub und Ruß. Die fressen sich da hinein ins Bauernland mit ihren Maschinen Tag und Nacht und Jahr um Jahr. Und wir müssen gehen. Ja, Sie sehen schon ein bisschen sehr schwarz. Die Technik lässt sich eben nicht aufhalten. Naja, aber so schnell, wie Sie meinen, wird die Natur auch wieder nicht aufgefressen. Und ihr Bauern... Ja, aber schenkst den Leitznerhof da drum. Der steht so seit 400 Jahren und ist immer in derselben Familie geblieben. Und jetzt dauert es gar nicht mehr lang und die Fabrik hat ihn auffressen. Die seien ja viel stärker als mir. Viel, viel stärker. Ja, ich hab einen. Ich komm gleich. Da werden wir schauen, was da die Dienstvorschrift sagt. Ein Brief kann nur ausgehändigt werden, wenn besagte Person glaubwürdig darzulegen imstande ist, dass sie den tatsächlichen Adressaten kennt und angenommen werden kann, dass sie jenem das Postobjekt auszuliefern gewillt ist. Gib her den Brief. Erst musst du nachweisen, ob du den Herrn Hellwig kennst. Aber ja, der wohnt da drüben im Austragheiserl. Dann kannst du ihm den Brief geben. Was, sonst kein Brief mehr? Ja, Brief habe ich keinen, aber Telegramm. Warum sagst du das nicht gleich? Christian Meier, kannst du nachweisen, dass... Ich weiß dir nichts nach. Such dir deinen Meier selber da hinten auf der Wiesn, du glaubwürdiger Depp, du. Oh, sauber. Sauber, sag ich. Ach, lass doch den Cognac in aller Früh. Es ist nicht zu fassen. In diesem Augenblick... 9.17 Uhr. Na, im Augenblick. In diesem Augenblick, Moment mal, könnten wir unsere Münzen in den Frevi-Brunnen werfen. Siehst du, das Geld sparen wir schon. Mary, sparen. Für diese Ferien ist mir nicht so teuer, verflixt doch mal. Aber nein, Babsi muss ja krank werden, behauptet dieser Kurpfuscher. Ja, morgen, in diesem Augenblick, 9.18 Uhr. Moment mal, es ist ja alles notiert. Was passiert denn da? Wir nähern uns einem ganz großen Ereignis. Wir treten in eine weltberühmte Sensation sozusagen mitten hinein. Wo treten wir hinein? Kuhfladen, guck. Ich würde da nicht lachen, Mary. Die Kuh hätte ja auch woanders was fallen lassen können als vor unserem Frühstückstisch. Meier!
Ja, mit CH. Was? Na ja, trink doch nicht in der Früh schon. Komm, halt dich da raus, ja? CH Vorname. Christian Meyer. Stimmt. Naja, muss stimmt. Ja stimmen. Hab ja schon oft ein Telegramm bekommen. Natürlich heißt nicht jeder Christian. Ist vom Reisebüro. Aha. Das Reisebüro bestätigt die Umbuchung. Morgen nähern wir uns also dem großen Ereignis. Pass auf! Ja, ich weiß, ich bin ja nicht blind. Neapel sehen und sterben. Moment. Da habe ich die Medizin von Dr. Madersberger für deine Kuh. Kuh? Kuh. Behandelt dieser Herr etwa Kühe? Klar, er ist doch Tierarzt. Tierarzt? Ja, ja. Hast du das gehört? Also nein, das ist doch... Nein, also bitte, Merin, bitte, lass mich... Bitte beruhige dich. Also, trink ja, nicht ja, so viel. Gib sich als Arzt aus, hindert mich am Weiterfahren. Also, der kann von mir was erleben. Ja, sowas. Was denn? Das ist auch nicht gerade gesund, die ganze Nacht arbeiten. Ist doch schon hellig der Tag. Na, wenn schon. Arbeit muss sein. Was arbeiten Sie denn da? Ach, nur so für mich. Da ist ein Brief für Sie. Jetzt schon? Ja. Hat überhaupt nicht geschlafen. Sie hat einen Brief aufgegeben, zeitig in der Früh. Und da hat sie schon genauso gesungen wie jetzt. Na und? Und ich weiß auch, an wen sie geschrieben hat. An... Das interessiert mich nicht. Kommen Sie zurecht, Karin. Bin schon fertig. Ich gehe nur schnell auf den Sprung zum Bürgermeister. Ich bin ja da. So, da hast du deinen Flocki wieder. Der heißt Napoleon. So heißt er. Oh, Verzeihung, Majestät. Hast du es gelesen, Bürgermeister? Die alten Höfe wollen es niederreißen. Ja, ich hab's gelesen. Ein Schand ist's. Ja, das kann man wohl sagen. Ein Tierarzt für meine Tochter. Ja, hier muss es sein. Ich verlasse... Unverzüglich diesen sogenannten Doktor zu sprechen. Wo ist überhaupt dieser Viecherbändiger? Warum? Wo fehlt's? Wo fehlt? Das fehlte mir gerade. Und dass ich ihn... Das geht sich doch ein feuchten Staub an. Ja, nun geht's mal weg. Ja, wo ist denn jetzt... Und ob's mich was angeht, den Vogel, den Sie haben, den kann kein Tierarzt behandeln. Unglaublich. Was da so alles aus diesem Alpenkabulmäuschen heraussprudelt. Schaffen Sie mir sofort diesen Dompteur her! Ja, ja, Geld regiert die Welt. Und wenn sich die Bauern da oben ihre Höfe und den Grund abschwatzen lassen, wir sind da leider machtlos. Da schreiben sie große Artikel über die Umweltverschmutzung und die Rettung der Natur. Und hier zerstören sie alles. Verbessern die Luft mit immer mehr Fabriken, Schornstein, Krach und Dreck. Ausgerechnet im Bauernland. Ich sag's ja, ein Schand ist das. Da muss was geschehen, ich schau da nicht einfach zu. Aha, habe ich Sie endlich gefunden, Sie medizinischer Hochstapler. Sie Mann, doch, was sagst du? Noch ein Wort halt und ich... doch da raus, ich habe ein Hühnchen zu rufen mit diesem Scharlatan. Was will er? War das eine Beleidigung? Nein, für mich nicht. Ah, natürlich, natürlich. Tatsachen sind ja keine Beleidigung, nicht? Soll ich dir doch lieber hinhauen? Pfui. Hohe Gewalt als Verteidigung für diesen Kuhpfuscher. Das ist aber jetzt der Grund zum Hinhauen, oder? Nein, lass den Schmidt Michel, ein Sommergast muss man schon. Ein Sommergast? Ich bin ein hier unter Vorspielung falscher Tatsachen am Urlaub gehinderter, zurückgehaltener Reisender. Wieso? Wieso? Darin sind Sie schuld. Ich? Hm? Ich, das fragen Sie so unschuldig. Doch nur durch Ihre Fehldiagnose. So, ja. Im Allgemeinen sagt man mir nach, dass ich ganz gut diagnostiziere. Sie zum Beispiel dürften einen beängstigend geringen Prozentsatz Blut im Alkohol haben. Ja, wie Ihr ganzer Schnapsladen stinkt. Sehen Sie, das ist auch wieder so eine Fehldiagnose von Ihnen, Sie. Tierarzt! Oh weh, das hat mich getroffen. Jetzt hau ich ihn. Aber bevor ich dich jetzt unspitzte Boden einschlage, merkt er eins, Mandel. Unser Doktor ist genauso ein Menschendoktor wie ein Viechdoktor. Aber die Viecher, die sind ihm lieber. Ja, ist wahr. Ja, das stimmt allerdings. Ist wahr. Und meine Tochter, die Babsi, ist sie wirklich krank? Da muss ich Ihnen allerdings ein Geständnis machen. Bitte. Aber krank ist sie nicht mehr. Aber wenn ich Ihnen raten darf... Moment mal. Wir dürfen also fahren, ja? Wenn Sie wieder nüchtern sind, ja, aber dann müssen Sie... Danke. Das genügt. Sie sind ein entzückender Mensch. Ich habe gleich gewusst, dass Sie ein ausgezeichneter Arzt sind. Und Sie sind ein ausgezeichneter Schmied. Ich weiß nicht, Doktor. Ich glaube, ich hätte doch hinhauen sollen. Weg, nichts wie weg, voll Tango mit Vollgas ab. Aha, da sind wir schon. Sauber.
Den Führerschein haben Sie in der Lotterie gewonnen. Ja, hören Sie mal, das ist nicht meine Schuld. Wie können Sie so mal so ein Steinsäule so dicht mit Zapfsäule hinbauen? Ja, es kann ja nicht viel passiert sein. Ne? Ja, das meinen im Winter die Skihasel nach immer. Und dann liegen Sie 3 Monate im Gips. Was, Sie wollen mein Schnuffi gipsen? Das gibt's nicht. Mein Schnuffi muss schnellstens repariert werden. Wir sind am Kilimandscharo angemeldet. Bitte, Herr Benzinrad. Wie lange dauert die Reparatur? 2 Stunden, 3 oder vielleicht 4? Die Aufhängung. Der Kühler. Ja? 1-2 Wochen, schätze ich. 2 Wochen? Ach du, mein Kilimandscharo. Na, Pech muss der Mensch haben. Ich muss sofort telefonieren. Okay. Da drin. Also, danke. Reisebüro Sommerlich. Sommerlich. Dass ich nicht lache. Servus, Sepp. Na, wie ist denn das passiert? Der wollte wahrscheinlich tanken und ist da reingedonnert. Geh, das kann ja nur ein Anfänger passiert sein oder einer, der selber zu viel getankt hat. Wo ist der Herr? Telefonieren. Halt doch einen Moment mal, ja? Sogar jetzt noch mit Vollgas, beim Telefonieren. Also ganz nüchtern kommt mir der auch nicht vor. Ein Irrer. Verstehe. Sie müssen vorne rechts umbuchen, ja, reparieren. Ja, den Arm Ihrer Tochter. Nein! Verstehe. Nicht den Arm Ihrer Tochter, sondern den Flügel. Aber nein, nicht der Flügel meiner Tochter ist gebrochen, der Kotflügel ist hin. Verstehe, Herr Meier. Dann schlage ich vor, wir streichen die Hälfte und verzichten auf den Kilimandscharo. Nein, aber nicht gestrichen. Verstehe, der Kilimandscharo wird nicht gestrichen. Wir streichen Neapel. Ach so, Verzicht auf Neapel. Jawohl, streichen Sie Neapel. Ja, was kann schon an einer Stadt dran sein, von der es heißt, Neapel sehen und sterben? Das ist eine Gegend für Selbstmörder. Dann stellen wir alles um. Ja gut, das ist gut. Sie stellen alles um. Augenblicke. Verstehe, erneuter Reisewien in 2 Wochen oder früher. Wenn Schnuffis Flügel wieder fliegt. Wieder fährt. Nur eine Frage. Warum bleiben Sie eigentlich nicht gleich im lieblichen Tirol? Ich soll in Tirol bleiben? Wie? Ich verstehe nicht alles. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Papiere bitte. Papier. Alles ist Papier. Unser ganzer Urlaub ist auf Papier. Und wo sind wir gelandet? Hier, in diesem Billion Kunis. So billig kommt das wieder nicht mit Ihrem Wagen. Außerdem... Ja. Führerschein, bitte. Führerschein? Warum? Weil Sie betrunken sind. Na, was sagst du jetzt? Die sind lieb. Fundig, ha? Fundig. Was hast denn? Nichts da. Was? Wette verloren, Küken waren ja doch im Ei. Da hast du Fräulein Schnippelbein. Behalt's mal, Fräulein Fick. Hast du Fräulein Schnippelbein nicht lieb? Na, komm. Dann kriegst du sie auch nicht. Jungs sollen nur Fräuleins kriegen, die sie lieb haben. Stimmt's, Fräulein Schnippelbein? Los, komm heute. Was machen Sie denn da? Nichts. Großartig, da muss ich Ihnen helfen. Da schau hin, die Kleine gehört mir. Gell, die gefallen dir. Das sind Gämsen, die gibt's auf Postkarten. Mein Papi hat eine bekommen und die kommen aus Gämseneiern. Die Babsi, das klauen doch nur die Preisen. Und außerdem sind's Gossen. Das ist die Susi, die gehört mir ganz allein. Lieb.
schön ist das. Einfach schön. Woran denken Sie? Wie lange bleiben Sie noch hier? Ich? Och, noch sehr lange. Da ist ja noch eine Geist. Na, das ist eine Gams. Die ist ganz zahm. Die hat uns der Förster gebracht, wie es noch ganz glaube. Das ist eine Gams, Fräulein Schnippelbein. Man begegnet doch so vielen Menschen im Leben, aber glauben Sie eigentlich an Bestimmung? Oh ja, zum Beispiel muss ich jetzt gehen. Ach, schade. Also ein richtiger Maler? Naja, eigentlich soll ich noch nicht darüber sprechen. Aber dir kann ich's ja sagen. Ich bin Architekt. Und was ich hier arbeite, ist mein erster großer Auftrag. Sozusagen die ganz, ganz große Chance im Leben. Hier? Ja, hier auf diesen Feldern. Da werde ich bauen. Das Hartsteinwerk wird vergrößert. Hier müssen Siedlungen her, Bürohäuser, Verwaltungsgebäude. Und alles von mir geplant. Ist das nicht großartig? Was hast du denn? Aber warum denn gerade hier oben im Bauernland, wo die vielen schönen alten Höfe stehen? Der da zum Beispiel. Warum? Das Hartsteinwerk ist nun mal hier. Also müssen die Siedlungen auch hier oben sein. Mein Auftraggeber wird das Land hier aufkaufen und dann wird gebaut. Ach, so ist das. Aber Karin, was ist denn los mit dir? Nichts nur. Weißt du eigentlich, was du tust? Sicher, das ist doch schließlich mein Beruf. Du kannst doch den Fortschritt nicht aufhalten, Karin. Wenn hier oben erstmal die neuen Siedlungen stehen, die Verwaltungsgebäude, das bedeutet neue Arbeitsplätze für die Menschen. Sie werden besser verdienen, sie werden besser leben können. Was willst du eigentlich? Hier, ist das nicht fantastisch? Industrie ist unser heutiges Leben nicht mehr denkbar. Du musst das verstehen, Karin. Wenn man was Neues schaffen will, muss erstmal das Alte weg. Vielleicht muss es wirklich so sein. Wenn da oben gesprengt wird, was da los ist. Sie ist von der Weide da oben in den Steinbruch gestürzt. Es ist die Susi von Peter. Sie ist schwer verletzt. Thank you.
auch nichts zu sehen. Es wird ihm doch nichts passiert sein. Er ist doch sonst so pünktlich. Ich mache mir richtig Sorgen. Juhu, juhu. Da kommt er, da Wer kommt? Er, juhu. Ja, was meint er denn? Faxen macht er. Juhu. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der sollte nie vergehen. Christian, ja? Was ist mit dem Auto? Kaputt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und den Führerschein bin ich auch los. Ja, aber unser Urlaub findet hier statt. Das ist Christian. Das freut uns aber. Ist es schlimm? Ja, sehr. Wird es überstehen? Es wäre ein Wunder. Da, schau. Das kenne ich aber, das ist ein Pony. Falls, das ist ein Harlinger vorhin mit seiner Mutter. Bulli, 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 bulli. Da, nimm, danke. Mei, das ist du aber blöd. Ha, hopp. Hoppala. Jetzt komm ich. Der Mist ist da, der Mist ist da. Na, bist du verrückt? Und ab geht die Post! Hallo! Mahlzeit! Ist das nicht spitze, Mary? Klasse! Naja. Heute ist heute und ein bisschen morsch, wie das so bei alten Häusern ist. Aber ich sag Ihnen, so eine Gelegenheit kommt nie wieder. Sie kriegen nie wieder so viel Geld für einen Hof. Ja, schon, schon. Und was Ihre Wiesen oben wert sind, das wissen Sie aber ganz genau. Nicht viel, nicht viel. Ja, aber überlegen muss man schon. Na ja, es war ja auch nur ein Vorschlag. Und noch eins, kein Wort zu den anderen. Sonst kommen die nämlich alle und wollen auch verkaufen. Und mein Chef, der ist nur verrückt, auf Ihren Hof. Ja, ja. Und was kostet das alles mit zusammen? 170 Schilling. 170 Schilling, ja. Stimmt schon. Aber das sind ja 500 Schilling. Ja, der Rest ist für Sie. So sicher, was wäre Geld heute. Ja. Also, meine Herren, ich muss leider weggehen, ja. Also, überlegt euch mein Angebot, ja. Und ich sage euch, sein Preis wird euch nie mehr geboten. So viel Geld bei einem Tisch hinlegen, das kann doch nur die Industrie. Verstanden? Also, fährt's gut beieinander. Ihr wisst vierte, ja, was wir finden können. Vierte. Was sagst du? Was sagt sie zu dem Angebot? Woll. Und was sagst denn du? Das sag ich auch. Aber liebe Frau, wir haben doch in München mit Ihrem Sohn alles besprochen. Ja, und im Prinzip ist er einverstanden mit dem Verkauf Ihres Anwesens. Und Sie müssen ehrlich zugeben, dass unser Angebot wirklich fair ist. Ah, Herr Dr. Türk, welche eine Überraschung. Sind Sie mit Konsul Kersten gekommen? Nein, nur in seinem Auftrag. Liebe Frau, überlegen Sie sich mein Angebot. Sie werden es nicht... Herr Dr. Türk, ich werde jetzt Konsul Kersten anrufen und fragen, ob es eine andere Lösung gibt, damit es nicht mehr notwendig ist, Ihr Bauernland aufzukaufen. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo? Hellwig, ein Gespräch nach Dortmund, bitte. Ich warte, danke. Peterle, ich bin gekommen, um dir was zu sagen, was dich sicher sehr freuen wird. Es ist wie ein Wunder, aber die Susi, deine kleine Geiß, wird wieder gesund werden. Wirklich? Ja, in 2 Wochen wird sie wieder auf der Wiese herumhüpfen wie früher. So, bitteschön. Er wird ja gleich kommen. Guten Tag. Guten Tag. Also dann nehmen Sie nur Platz. Dankeschön. Komm, Peterle. Mein Name ist Kersten. Ich warte auf Stefan, auf Herrn Hellwig. Ich weiß.
Sind Sie die Tochter vom Bauern hier? Nein, ich bin Tierärztin unten im Dorf. Entschuldigung, ich beneide Sie. Ich bin leider nur die Tochter eines wohlhabenden Vaters. Stefan arbeitet bei ihm. Ach, ich verstehe, dann kennen Sie Herrn Hellwig schon länger. Aber ja, wir sind so gut wie verlobt. Davon habe ich nichts gewusst. Warten Sie, habe ich Sie verletzt? Ich muss jetzt gehen. Bitte, ich möchte Sie noch etwas fragen. Hallo? Danke. Ja, guten Tag. Stefan Hellwig hier. Ich hätte gern Herrn Konsul Kersten gesprochen. Verreist? Wohin? Es ist aber dringend. Wann kommt er zurück? Ach, in 14 Tagen erst. Danke, nein. So ist das, also. Bitte, Sie müssen verstehen. Danke. Ich habe verstanden. Man kann das 10-Kilometer-Schild leicht übersehen, wenn man zu schnell fährt. Die Straße führt knapp am Abhang vorbei. Vielen Dank. Wenn einem die Augen geöffnet sind, wie sollte man da ein Warnschild übersehen? Ich habe oben auf dich gewartet. Fein, dass ich dich noch getroffen habe. Ich wollte mich nur von dir verabschieden. Monique? Ich fahre für 3 Jahre nach Amerika. Ich schreibe dir mal. Monique? Wo kann ich deinen Vater erreichen? Hier, ruf ihn doch mal an. Kitzbühel 2230. War es schön? Ich liebe dich. Ich dich auch, Stefan. Oh!
Stefan. Karin, willst du meine Frau werden? Nein, Stefan, das hätte keinen Sinn. Karin! Mach es uns doch nicht so schwer. Sieh mal, du hast hier eine große Aufgabe und ich freue mich darüber. Aber sie würde immer zwischen uns stehen. Ich rufe Konsul Kersten an und gebe meinen Auftrag zurück. Nein. Was hätte das für einen Sinn? Wenn du das Projekt fallen lässt, dann kommt ein anderer und baut es. Und das will ich nicht. Es ist für dich die große Chance als Architekt. Aber Karin, ich... Nein, Stefan, es ist besser so. Für uns beide. Aber Karin, das kann doch nicht dein letztes Wort sein. Geh jetzt. Bitte. Ich muss arbeiten. Grüß Gott, Herr Architekt. Guten Tag. Ich hätte mit Ihnen was zu bereden, als Bürgermeister. Bitte? Es ist wegen der neuen Siedlung da oben. Ja, warum müsst ihr ausgerechnet im Bauernland da oben bauen, wo es da unten im Tal genug Grund gibt? Darüber habe ich nicht zu entscheiden, Herr Bürgermeister. Ich plane und baue. Alles andere geht mich nichts an. Es sollte Sie aber doch was angehen. Ihre Leute sind nämlich schon oben, um den Bauern die Höfe abzuluxen. Es sind nicht meine Leute. Konsul Kersten, unser Chef, trifft seine Entscheidungen alleine. Und wenn er eine Entscheidung trifft, wird er schon seine Gründe dafür haben. Und warum müsst ihr die schönen Höfe da oben abreißen? Wir sind ein Industrieunternehmen und brauchen den Grund und Boden da oben, um hier unser Werk zu vergrößern. Irrtum. Ihr wollt das Land da oben nur, weil der Felsgrund ist und weil dadurch das Bauen billiger wird. Unten im Tal, im Schwemmland vom Fluss, wo es Platz genug gibt, da müssten natürlich die Fundamente tiefer und massiver gebaut werden. Und das kostet natürlich auch mehr Geld. Geld. Nur darum geht's den Herren. Geld und Profit. Alles andere kann ja ruhig dabei kaputt gehen. So, jetzt wisst ihr es Bescheid. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, Herr Architekt. Kersten? Ach, Herr Stefan Hellwig. Ich freue mich, dass Sie anrufen. Was macht die Arbeit? Ach so. Ich möchte von meinem Auftrag hier oben zurücktreten. Bitte glauben Sie mir, Herr Konsul Kersten, ich habe mir diesen Schritt nicht leicht gemacht. Ich habe erkannt, dass wenn wir, das heißt unsere Firma, unser Projekt im vorgesehenen Gebiet verwirklichen, wäre das ein nicht wieder gut zu machender Schaden. Ja, im Bauernland. Bitte akzeptieren Sie meine Kündigung, Herr Konsul Kersten. Na gut, Herr Hellwig. Ich nehme Ihre Kündigung an. Ja, natürlich. Wir werden alles fair regeln. Ja. Von wo sprechen Sie eigentlich? Ah, so. Ja, gut. Also sehen wir uns in Dortmund. Auf Wiedersehen. Na? Zufrieden? Großartig. Ihre Argumente haben mich überzeugt, Herr Doktor. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich aufgestöbert haben. Lieber Konsul, aber jetzt rasch zu mir nach Hause, ja? Wir müssen Karin informieren, bevor Stefan eintrifft. Karin? Jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe gekündigt. Und? Ja, aber Karin, jetzt... Jetzt bist du arbeitslos. Karin, ich habe gekündigt, damit wir heiraten. Jetzt steht doch nichts mehr zwischen uns. Ich will einen Mann, der nicht einfach vor Problemen davonläuft. Ich will einen Mann, der Großes leistet. Und Großes leisten kann ein Mann nur dann, wenn er seine Aufgabe bewältigt, nicht kneift. Richtig, und deshalb werden nur Sie und kein anderer mein Projekt in Tirol planen und leiten. Und meine Kündigung? Wird selbstverständlich nicht angenommen, aber wir werden im Tal bauen, Herr Hellwig. Dr. Madersberger hat mich überzeugt. Sie hatten recht, das Bauernland da oben muss erhalten bleiben. Ach, Herr Doktor, wollten Sie mir nicht Ihren Weinkeller zeigen? Richtig, wir stören im Moment sowieso hier.
Ich habe deine wunderschöne Südtiroler Spätlese. Karin. Stefan. Ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag. Nein, nein, heben Sie zwei auf. Tun Sie es zu den anderen Sachen. Wir kommen ja wieder. Ja, freilich. Ja. Nein, deine Kollegen werden staunen, ja, wenn du gar nicht am Kilimandscharo warst. Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ich werde allen erzählen von den schönen alten Höfen, die unser lieber guter Stefan ungeschoren lässt. Und dann werde ich ihm von Tirol berichten, wo es die schönsten Tierärztinnen der Welt gibt. Auf Wiedersehen. Hier behalt Fräulein Schlüsselbein, bis schnell. Ich wiederkomme. Dann heiraten wir unseren Bauern. In Ordnung. Also auf Wiedersehen. Nochmals, ja, ich komme, Mary. Auf. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Igel. Nein, Eier. Beinahe hätte ich sie ausgebrütet.